Guten Tag, hallo, hier ist Elfriede Krutsch. Ich berichte euch jetzt von meinem Berufungsprozess, der am 11.09.2023 um 12.30 Uhr im Landgericht Berlin in der Turmstraße 91 stattfand. Nein! Lassen Sie mich! Ich hatte ja am Amtsgericht für diese schlimme Straftat, dass ich nichts gemacht habe, sondern unser Grundgesetz verteidigte mit einer Rose in der Hand und das Grundgesetz in der anderen Hand und bin auf dem Rosa-Luxemburg-Platz am 18. April 2020 umhergegangen und habe die Menschen gebeten, für das Grundgesetz sich einzusetzen, denn es ist wirklich was Wichtiges rausgekommen, was die Väter und Mütter nach dem Zweiten Weltkrieg sich da zu Papier gebracht haben, und das gilt es zu verteidigen. Wir feiern jeden, um den 8. Mai herum, feiern wir immer unser Grundgesetz, und ich werde jetzt dafür bestraft, weil ich auf friedlichem Wege für das Grundgesetz eingetreten bin. Ich hatte in der ersten Instanz 120 Tagessätze bekommen, bin in Berufung gegangen, das hat jetzt stattgefunden. In der Berufung, wir hatten ein Video, das hatte ein Passant, der das damals alles beobachtet hatte, aufgenommen, und mir eine Woche später hat er mich in der S-Bahn erkannt und mir das gegeben. Und der hat gesehen, dass ich von hinten gepackt wurde von der Polizei, und dann habe ich mich an dem Straßenschild festgehalten. Ich wurde nicht von den Polizisten angesprochen, sondern einfach gepackt. Und wenn man unerwartet gepackt wird, dann hat der Körper eine Schutzfunktion, die zum Ausdruck ganz stark kommt, die kann man gar nicht unterdrücken. Und das war für mich der Griff nach diesem Verkehrsschild, was neben mir war. Und das war alles. Ich habe mich an dem Verkehrsschild festgehalten, und eine halbe Sekunde später waren die zwei Polizisten da. Dann wusste ich, das sind Polizisten, die mich am Hals und im Nacken richtig gepackt haben, wie ich es eigentlich nicht gewohnt bin, gepackt zu werden. Und die haben mich in einer halben Sekunde von dem Verkehrsschild abgenommen. Und es war ein ziemlicher Tumult drumherum, weil die Leute sagten, Schande, was macht er mit dieser Frau? Und ich habe gesagt, lassen Sie mich. Ich habe die Polizei nicht beschimpft. Und dann haben sie mich weggeschleppt, haben mir immer noch nicht groß gesagt, was sie mit mir vorhaben, haben mich geschleppt zum Polizeiauto, was so 50 Meter weiter weg stand. Und ich bin mitgelaufen, die beiden haben mich rechts und links festgehalten, und dann bin ich einmal mit dem rechten Bein umgeknickt. Das kann man auch in dem Video gut sehen, da ist mein Bein einfach hochgegangen. Und da hat der Polizist dann am Amtsgericht angegeben als Zeuge, ich hätte dreimal mit meinem Knie Richtung seines Genitales gedreht, um ihn zu verletzen. Und das hat die Justiz für bare Münze genommen, obwohl man sah dann eben in dem Video, ich bin einfach weitergelaufen. Ja, das ging gar nicht anders. Die Polizisten hatten mich ja rechts und links fest im Griff. Und diese Situation wurde dann, wir haben das Video mitgebracht, mein Rechtsanwalt, und es war eine Leinwand da. Und auf die Leinwand stand er zum Richter und zur Staatsanwaltschaft hin und nicht zur Öffentlichkeit hin. Da habe ich den Richter gebeten, Herr Richter, können Sie bitte dafür sorgen, dass die Leinwand ein bisschen gedreht wird, dann können alle sehen, auch die im Publikum. Da gab er mir zur Antwort, es reicht, wenn die hören, die brauchen das nicht zu sehen. Also ich war so perplex, ich bin ja sonst nicht auf den Mund gefallen, aber das hat mich so schockiert. So einem Wunsch, nämlich die Öffentlichkeit wirklich partizipieren zu lassen. Und das ist ja wichtig, was man auf dem Video sieht oder auch nicht sieht. Aber da blieb das so. Und ich habe versucht, mich dann zurückzulehnen, damit man an mir vorbeigucken kann zu dem Video. Also, ja, und da der Polizist wurde verhört und hat nach wie vor bestanden, ich hätte ihn getreten, zwar nicht, ich hätte ihn nicht im Genitale getroffen, sondern am Oberschenkel oder so. Habe ich aber nicht, das zeigt das Video eindeutig.
Und dann kam der Polizist, der in ziviler Kleidung rumgelaufen ist und zu den zwei Polizisten sagt, die Frau muss festgenommen werden. Die tritt für unser Grundgesetz ein, aber ich habe das Gefühl, das hat er tatsächlich gesagt, ein Polizist sagt in der Zeugenaussage, ich hatte das Gefühl, dass diese Frau noch was anderes im Schilde hat. Und deswegen musste ich festgenommen werden. Deswegen musste man mich nicht ansprechen. Deswegen hat man mich so behandelt. Ja. Und wenn die Polizei jetzt nicht, wenn da nicht Gefahr im Verzuge ist, und das war sie nicht, denn ich stand friedlich da, dann muss sie dich ansprechen und sagen, können Sie bitte mitkommen, wir wollen Ihre Personalien feststellen. Hätte ich natürlich sofort meinen Ausweis rausgenommen, hätte Ihnen das gezeigt. Aber wenn sie dich packen, begehen sie einen Gesetzesbruch. Das dürfen sie nicht. Aber das haben sie gemacht. Und im Endeffekt blieb das als einzige Tat, die mir der Richter angehängt hat. Er hat dann zwar für Freispruch, Entschuldigung, er hat für die Einstellung des Verfahrens dann vorgeschlagen, meinem Rechtsanwalt, Einspruch, das heißt, ich müsste aber 200 Euro bezahlen für den Widerstand, den ich am Verkehrsschild geleistet habe. Und also wenn ein Festhalten an einem Verkehrsschild eine Straftat ist, dann begehen wir permanent Straftaten. Ja, und ich habe mich dann mit dem Richter, mit meinem Rechtsanwalt beraten. Die Öffentlichkeit musste raus, aus dem Saal raus, und die wurde ins Treppenhaus gedrängt und das wurde abgeschlossen, denn ich wollte mich gerne mit ein paar Leuten, mit Freunden, die Öffentlichkeit mit darstellten, mit denen wollte ich mich beraten, was ich jetzt am besten mache. Aber die ließen mich nicht zu den Leuten im Treppenhaus. Der Richter hatte zwar gesagt, setzen Sie sich draußen hin, aber die Polizei hat ihn ins Treppenhaus eingesperrt. Also, unmöglich. Da waren die einfach eingesperrt und mussten warten, bis das oben weitergeht. Und dann habe ich mit meinem Rechtsanwalt hin und her diskutiert. Ich bin zwar nicht vorbestraft aufgrund einer Einstellung, aber ich tue mir sehr schwer, mir irgendwas einzugestehen, was ich nicht begangen habe. Sich an einem Verkehrsschild festzuhalten, wenn ich massiv angegriffen werde, das ist ein Reflex, den jeder macht, und das soll plötzlich eine Straftat sein. Deswegen 200 Euro bezahlen, das hat mir dann doch dazu geraten, und ich habe das dann gemacht und habe aber auch das nochmal vor Gericht, habe ich nochmal um das letzte Wort gebeten. Ich habe gesagt, das ist mir schleierhaft, wie man mir so, wofür ich 200 Euro bezahlen soll, dafür, dass ich mich nicht in irgendeiner Weise einer Bestrafung schuldig gemacht habe. Ja? Also es ist unglaublich, wie die Justiz agiert. Da ist kein Rechtssystem mehr dahinter. Das ist einfach Gutwill, und das darf nicht sein. Wir haben Gesetze, die sind sehr penibel niedergeschrieben, aber es wird sich nicht daran gehalten, und wir werden höchstens niedergemacht, wenn wir sowas einfordern. Ich habe zufällig den Richter nochmal getroffen, weil ich ein paar Tage später einen Chefentermin hatte. Da traf ich aber den Richter nicht im Gerichtssaal, sondern in der Kantine oben beim Essen. Und da habe ich ihn gefragt, ob er mir denn diese Einstellung deswegen gegeben hat, weil er dafür sich viel Arbeit erspart. Er muss nämlich kein Urteil schreiben. Das fand er nicht so toll, dass ich ihn das gefragt habe, aber das war mir wichtig, einfach das mal zu wissen. Er hat nicht Ja und nicht Nein gesagt, aber ich habe das schon von anderen Juristen gehört, die sagen, eine Einstellung, die bringt uns weniger Arbeit. Ja. Also insgesamt beschäftigt mich das schon. Ich habe dann auch gleich ein paar Tage später schon den Brief vom Landgericht bekommen, dass ich die 200 Euro in den nächsten halben Viertel oder halben Jahr bezahlen kann, soll. Wenn nicht, dann wird das Verfahren nochmal aufgerollt. Es ist natürlich für 200 Euro nochmal ein Verfahren aufrollen, aber es ist einfach, wenn wir alles zulassen, dann geht das nur so weiter. Und wir sind schon Richtung Diktatur, und das können wir einfach nicht stehen lassen. Also ich bin da auch noch nicht mit mir im Einen,
mein, ob ich das bezahle oder ob ich das nicht bezahle. Ja. Das muss ich mir noch, ich habe ja noch 3 Monate mindestens Zeit. Wenn ich gar nichts bezahle, gar nicht reagiere, dann wird das nochmal aufgenommen. Aber meine Aktion bei dem Ganzen ist ja die gleiche geblieben, wie jetzt daraus dann ein schweres Urteil kommen kann. Das kann ich auch nicht verstehen. Ich muss freigesprochen werden. Ja. Und ich hatte ja schon gesagt, der Umgang mit der Öffentlichkeit, die ist in unseren Gesetzen eigentlich sehr vorgesehen und sehr erwünscht. Und die haben einen Hochsicherheitstrakt für mein Verfahren ausgewählt. Jeder wurde einzeln, musste durch eine Schleuse gehen, musste alles abgeben, auch seine Taschen, auch seine Geldbörse, seine Tasche, alles, alles, sogar eine Wasserflasche. Ich sage immer, Leute, nehmt eine Wasserflasche mit, aber ohne Metall, ohne Glas. Das hatte ich auch dabei. Das sollte man denn nicht mit in den Gerichtssaal nehmen dürfen, bei dieser Hitze. Und dass man sich nicht ausziehen musste, war gerade alles. Man musste die Schuhe ausziehen, da haben sie die Füße noch genauer angeguckt. Ich habe mir dann ein Taschentuch noch aus meiner Tasche genommen. Da wollte sie das Taschentuch ausgebreitet haben, zu sehen, ob ich vielleicht in dem Taschentuch noch was verstecke. Also wie von uns jetzt Gewalttaten zu vermuten sind, so wurden wir behandelt. Es war eine Schande. Ich war bei einem anderen Prozess als Zuhörerin, als Öffentlichkeit da. Deshalb bin ich auch diese Schleuse erstmal durchlaufen, obwohl ich dann 3 Stunden später einen Chefentermin hatte. Da werde ich dann gar nicht durchsucht. Da darf ich ganz einfach durchgehen. Da wird nur der Brief, der Einladungsbrief zum Chefenamt angesehen. Ja, aber sonst, es ist so unwürdig, diese Behandlung. Also es ist, und es durfte nicht die ganze Öffentlichkeit rein. Es waren oben noch bestimmt 20 Plätze frei. Wir hätten zusammenrücken können. Es gab viele freie Plätze und draußen werden Leute nicht reingelassen. Also das ist auch eine Missachtung der Öffentlichkeit, nämlich von uns, die an dem Geschehen teilnehmen wollen, um auch zu gucken, wie geht das vor Gericht, geht das mit rechten Dingen zu. Wir hatten Zeiten, da war das alles nicht möglich. Jetzt ist das noch möglich und das sollten wir alle wahrnehmen. Ja, ich wünsche mir noch eine gute Entscheidung in dieser Sache und bleibt stark, kämpft weiter und vor allen Dingen gewaltfrei. Gewaltfrei ist unser wichtigstes Pfand, was wir haben. Gewalt auch im zwischenstaatlichen Bereich ist für mich total abzulehnen seit meinem frühen Erwachsenensein. Und deshalb rede ich auch Polizisten nie. Ich würde nie einen Polizisten schlagen. Ich würde auch nie einen Polizisten beschimpfen, wie das viele machen. Ich duze ihn nicht, ich sieze sie, sag Herr und Frau Polizist. Und trotzdem werden mir dann von diesen Männern und Frauen solche Sachen angehängt. Ja, tschüss, Elfriede.